Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Heute setzen wir fort mit Demokratie in Gefahr, Fragezeichen. Und wir hatten gestern eine interessante, anregende Diskussion. Und insofern finde ich, passt das Thema heute auch ganz gut dazu, in die Fortsetzung zu gehen. Zum einen haben wir ja verschiedene Themen unter dem Dach Pioniergeist mit Hirn aufgegriffen, wo es eben auch so um Aspekte wie Zentralisierung, Dezentralisierung, Globalisierung, Deglobalisierung etc. ging und gestern eben auch über die WHO gesprochen. Gestriffen haben wir auch Aspekte wie eben übergeordnete nationenübergreifende Institutionen, Organisationen sozusagen, die das eine oder andere in Zukunft noch mehr steuern sollen. Und da kann man natürlich das eine oder andere auch nochmal aufgreifen und fortsetzen. Und die Fragestellung, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist, in welche Richtung verändert sich dann eigentlich unsere Gesellschaft gerade, wenn wir die Entwicklungen vor dem Hintergrund von Herrschaftsformen betrachten. Und mit Herrschaftsformen ist sowas gemeint wie, keine Ahnung, Feudalismus, Demokratie, Soziologie, Monarchie. Und so weiter. Also, dass wir da vielleicht nochmal ein Stück weit gucken, was da alles so, in welche Richtung das gehen könnte. Soziologie habe ich gerade gesagt, glaube ich, ne? Sozialismus meinte ich. Also, dass wir da nochmal ein Stück weit gucken, in welche Aspekte wir da aufgreifen können und was wir für Entwicklungen eben beobachten, was so für diese Entwicklungen spricht oder wie wir das vielleicht auch mit der einen oder anderen Herrschaftsform zusammenbringen, übereinanderlegen. Und da macht es vielleicht auch nochmal Sinn, die eine oder andere Form möglicherweise auch nochmal kurz anzuschneiden, ohne dass wir zu tief einsteigen, um sicherzustellen, dass wir in den 60 Minuten eben auch verschiedene Perspektiven auch aufmachen können und hier im Austausch auch in eine Reflexion entsprechend reinkommen. Genau, und da bin ich total gespannt, was ihr dazu sagt, und ihr seid herzlich eingeladen, mit dazu zu kommen und einfach mal die ersten Gedanken mit in den Raum zu bringen, um dann zu schauen, was sich daraus auch entwickelt. In diesem Sinne nochmal kurz der Hinweis, dass der Raum über die gesamte Zeit auch aufgezeichnet wird und dementsprechend, wenn ihr dazu kommt, ihr automatisch auch damit einverstanden seid, dass es dann veröffentlicht wird. Wer das aus irgendwelchen Gründen nicht möchte oder gerade nicht sprechen kann oder ähnliches, hat natürlich auch die Gelegenheit, einfach über den Chat in den Austausch zu kommen, Fragen reinzugeben oder auch Gedanken, die wir dann eben im Verlaufe des Raumes auch nochmal das ein oder andere aufgreifen können. Und damit schalte ich mich gerne erstmal auf Stumm und schaue mal, wer gerne mit dazukommen mag. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Marc. Was sagst du denn zum Thema? Ganz ehrlich, einen Moment. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte das Mikro aus. Entschuldigung, ich habe extra gesagt, einen Moment. Guten Morgen erstmal die Runde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da gestern ausgestiegen und habe mich dem Thema anders genähert. Ich habe versucht, genau mich an dein Thema zu halten, welche Herrschaftsform es da gibt, und habe dann auf dem ersten Anhieb gefunden, Parlamentarismus, parlamentarische Demokratie, präsidiale Demokratie, semipräsidiale Demokratie, direktional pelipsäre Demokratie und so weiter. Und dann habe ich das Fach zugemacht und habe gesagt, nee, das ist mir jetzt zu hoch, da bin ich einfach kein Experte, und habe mich dann einfach hingesetzt und habe gedacht, okay, was fällt dir denn spontan ein? Und dann natürlich die Demokratie und dann eben Diktaturen, was einem so durch den Sinn geht. Und dann, liebe Jasmin, und jetzt mache ich dann die Schleife, möchte ich mich bei dir bedanken für die Sternstunde, die wir gestern haben, für deine Erklärung zu der Lanz-Sendung. Und das war wieder so ein riesen Lerneffekt. Und ich zitiere noch mal mehr den Andreas Wollermann: Hörst du zu, um zu verstehen oder um zu antworten? Das gilt für mich nicht nur für die Generation Z, sondern für alle Themen. Und das, was du da gemacht hast, nochmal wiedergegeben hast, jedem Thema, was wir uns nähern, zu fragen, zu hinterfragen, zu verstehen, auf das Wording achten, auf die Bedeutung, die Klarheit und so weiter. Und jetzt sage ich auch, warum ich das nochmal sage, weil ich habe mich dann mit China beschäftigt. Also nachdem ich so schnell keine Antworten für mich gefunden habe, welche Herrschaftsformen es gibt, um hier einen Vortrag halten zu können, beziehungsweise das zu erklären,
bin ich auf einen ganz interessanten Beitrag gestoßen, und zwar mit dem Wording, dass ja China, und ich erkläre auch gleich, wie die das machen, dass China sich als die bessere Demokratie bezeichnet. Und das fand ich total spannend, weil da sind wir wieder beim Wording. Wir sprechen zweimal über die Demokratie. Wie verändern Herrschaftsformen unsere Gesellschaft? Und wenn wir aber ein anderes Wording gebrauchen und China sagt, sie wäre die bessere Demokratie, dann sprechen wir jedes Mal von der Demokratie und haben trotzdem zwei unterschiedliche Systeme mit dem gleichen Wort. Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ein und dasselbe Wort, ganz unterschiedliche Verständnisse dahinter sozusagen. Und das ist ja dann auch, bestätigt ja auch nochmal, warum es immer wieder so wichtig ist, wenn wir über die gleichen Begriffe sprechen, auch immer wieder zu schauen, was verstehen wir denn eigentlich darunter, weil es dann doch durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Auf der einen Seite natürlich auch mit einem kulturellen Background zu tun hat, damit zu tun hat, wie es bei uns abgespeichert ist, auch emotional, aber eben auch völlig auseinandergehen kann, gerade jetzt wie bei diesem Demokratieverständnis zum Beispiel, dass es völlig unterschiedlich auch durchaus nicht nur interpretiert wird, sondern wirklich auch andere Pfeiler und so weiter herangezogen werden. Und das ist da dann nicht auf eine einzelne Person bezogen, sondern das wird man mit Sicherheit einen ganz großen Unterschied sehen, auch wenn man jetzt eine Befragung durchführen würde, was wir darunter verstehen bei uns in unserem Land und was das eben in einem anderen Land durchaus bedeuten kann. Das ist ein Extrembeispiel, finde ich, in Bezug auf die Demokratie, wenn man China und Deutschland jetzt im Vergleich aufmacht. Und ich bin mir sehr gewiss, auch wenn wir andere politische Strömungen oder sowas uns anschauen, auch in unterschiedlichen Ländern. Auch da gibt es ja durchaus Unterschiede in dem Demokratieverständnis. Klafft jetzt vielleicht nicht ganz so extrem auseinander an der Stelle, allerdings doch auch unterschiedlich gestaltet, auch ausgestaltet, wie dann zum Beispiel auch die Umsetzung beispielsweise der Demokratie vorgenommen wird. Genau, also von daher sehr, sehr spannend. Magst du da nochmal anschließen, Marc? Ja, ich habe mich da halt eingelesen und das würde ich unheimlich gern mit euch teilen. Und zwar ist das Wording, darum habe ich das Kompliment gemacht. Das Wording ist so genial, wenn man sieht, wie das funktioniert. Und ich habe dann herausgefunden, oder dann hat, also die Chinesen haben da geschrieben, einmal zur Demokratie. Es muss ja erstmal klargestellt werden, dass Demokratie ein historisch geprägter Begriff sei, für den es keine festen Standards gäbe. Und von der Taktik her, letztendlich ist ja Diskussion oder Wording oder eine Rede oder Storytelling für mich wie ein Schachspiel. Und wenn ich sage, Demokratie ist kein historisch geprägter oder ist ein historisch geprägter Begriff und alles außer Kraft setzt, und dann kommt die Erklärung, das wusste ich nicht. Also ich habe das in einem Artikel gelesen, wie die Chinesen das natürlich auch erklären. Natürlich wäre es viel zu einfach zu sagen, wir sind auch eine Demokratie, da schreien wir alle auf, das ist schon klar. Jetzt muss ich das ja auch noch beweisen. Und der Beweis folgt dann in Form von Fernsehbeiträgen. Und das fand ich so spannend, wie das gemacht wird. Und da kam im chinesischen Fernsehen also ein Film, wo die gesagt haben, könnt ihr euch vorstellen, in Amerika, die stellen sich ja zur Wahl. Da wird also so ein Obama Präsident, und was hat der gemacht? Gar nichts hat er gemacht. Der will einfach gewählt werden, der hat halt viel Geld und verspricht irgendwas. Der hat überhaupt keine Leistung für sein Land gemacht. Das nennen die Demokratie, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Ich, der Mark, der chinesische Staatspräsident, bin schon so lange im Amt und habe das Gutes gemacht und das Gutes und das Gutes. Und dann vergleichen die das wie ein Kung-Fu-Meister, der jahrelang lernt, der immer besser wird, der immer das Gleiche macht. Und ich spreche über die Leistung, die ich für das Land gemacht habe. Das ist wahre Demokratie. Die Leistung, die ich erbracht habe. Und dann ist es ja wohl sinnvoll, dass mein System besser ist als jemand, der gar nichts gemacht hat und einfach Dinge verspricht, die er eh nicht leisten kann. Und wir müssen ja nach Leistung bewerten und, und. Und diese Argumentationskette, und darum finde ich das so faszinierend, da werden ja nicht nur Dinge behauptet, sondern dann sind wir wieder beim Storytelling. Und dann zu sehen, was passiert mit uns, welche Techniken setzen die Leute an, um diese Mechanismen zu erkennen, um sich dann wirklich eine neue Meinung bilden zu können. Weil da geht es ja nicht nur darum, ein Wort zu gebrauchen, sondern auch die komplette Argumentationskette, die dann verwendet wird, die finde ich sehr, sehr spannend und interessant. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und das, was es mir insbesondere in dem Zusammenhang zeigt, ist, dass es deutlich wird, dass wir nicht nur der Frage sozusagen nachgehen können, Demokratie in Gefahr, Fragezeichen, sondern zunächst erstmal vielleicht auch nochmal aufgreifen dürfen, was verstehen wir denn überhaupt unter Demokratie an der Stelle? Jürgen, einen wunderschönen guten Morgen. Was sagst du denn zu dem Thema? Steilpass. Vielen Dank.
gebe Jasmin. Vielen Dank, lieber Marc. Das Wesentliche liegt gerade bei diesem Thema, denke ich, in der klaren Definition der Begrifflichkeit, worüber wir reden. Und ich denke auch, die Einigung darüber ist der erste Schritt mal wieder zur Reduzierung der Komplexität. Lieber Marc, herzlichen Dank für dein Beispiel, weil es ist genau ein Beispiel dafür, dass wir begrifflich meines Erachtens sauber sein sollten. Du hast in deiner Anmoderation von Herrschaftsform geredet, liebe Jasmin. Das ist der absolut korrekte Begriff meines Erachtens, nämlich die Herrschaftsformen in Form einer Demokratie, einer Autokratie, einer Diktatur oder Ochlokratie bezeichnen auch unsere Demokratie als eine Form der Führung eines Landes. Interessant ist dann aber auch die zweite Begrifflichkeit, die man bei der Betrachtung dieser verschiedenen Ausdrucksformen, haben wir eine Demokratie, wie bei uns in Deutschland vermeintlich, oder eine Autokratie oder gar Diktatur in China. Diese zweite Begrifflichkeit ist die Ausprägung Staatsform. Und jede Herrschaftsform ist gleich Demokratie, hat auch eine spezielle Ausformung der Staatsform. Und zwar sagt die Staatsform, wie diese Herrschaftsform gelebt wird und organisiert und strukturiert wird. Und lieber Marc, ich mag es mal zu Beginn nur mit diesem Hinweis auf diese Bedeutung dieser zwei Begrifflichkeiten belassen. Lieber Marc, die Chinesen haben insofern absolut aus meiner Sicht recht, weil sie sagen, wir definieren unsere Herrschaftsform als eine Demokratie, weil sie auf in der Ausprägungsform einer meritionalen Form erfolgt, dass ganz bestimmte bezüglich ihrer Leistung, ihres Könnens Ausgewählte, die natürlich in der kommunistischen Partei sind, darüber bestimmen, was das Volk bzw. dem Land gut tut. Und die Staatsform an sich bei uns definiert sich, um das etwas griffiger zu machen, insbesondere durch unser Drei-Säulen-Modell der Exekutive, Judikative und der Legislative. Also diese zwei Begrifflichkeiten und deren Inhalte sollten meines Erachtens bei der Diskussion unseres heutigen Themas, was ist denn in Gefahr? Ja, die Demokratie, bitte gemeinsam beachtet werden, weil mit der Demokratie würden wir nur die Gefahr für die Herrschaftsform definieren und uns diskutieren und uns auseinandersetzen darüber, aber nicht über die Staatsform. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen rübergebracht und lasst mich bloß noch eins sagen, die zweite Metaebene unter unserer vermeintlichen demokratischen, unter unserem demokratischen Verständnis ist eine Spezifikation in liberale und in elektorale Demokratie. Da beginnt sich eigentlich schon eine ganz deutliche Unterschiedlichkeit aufzutun, die aber nicht zuletzt auch durch die Medien negiert wird, beziehungsweise in den seltensten Fällen auch nur angesprochen wird. Aber sie hat gravierende Konsequenzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen lieben Dank. Kannst du gerade den letzten Punkt bitte nochmal wiederholen, weil das kam jetzt so ein bisschen unerwartet an der Stelle. Deswegen konnte ich da jetzt nicht mehr ganz folgen. Meintest du diesen Part mit dem liberalen und elektoralen Demokratie? Genau. Ja, also die Ausprägung der Demokratie in der einfachsten Form definiert als die Herrschaft des Volkes, des Souveräns,
hat in der nächsten Feingliederung oder nächsten darunterliegenden strukturellen Ebene eine Unterscheidung in sogenannte liberale Demokratien und elektorale Demokratien. Das heißt, um es mal ein Beispiel festzumachen, wir bei uns haben eine liberale Demokratie, weil der Souverän mit seiner Stimmabgabe sein Machtmonopol weitergibt an einen Parlamentarismus, der gebunden ist an eine Gewaltenteilung nach Exekutive, Judikative und Legislative. Um eben diese Erfahrungen aus unserer unseligen Vergangenheit und auch der insgesamten Menschheit, das Volk hat gewählt und wenn ich gewählt bin, kann ich jetzt machen, was ich will, um dem vorzubeugen. Die elektorale Demokratie ist ein bisschen eigentlich eine Missweisung, die sagt ja im Grunde genommen, es ist eine gewählte Demokratie. Ja, sie ist gewählt. Und jetzt kommt diese Unterscheidung zwischen Herrschaftsform und Staatsform. Aber wie die Gewählten dann damit umgehen, nach dem Motto, jetzt bin ich gewählt und für die nächsten 4 Jahre habt ihr das Maul zu halten und zu akzeptieren, was wir tun. Das ist ein ganz gravierender Unterschied. Und diese Staatsformen existieren ja in unserem europäischen Umfeld auch. Ich hoffe, ich habe deine Frage ausreichend beantwortet, liebe Jasmin. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und das geht ja dann, da denke ich direkt an die Äußerung von der Baerbock, die dann sagte, die Zusagen gemacht hat, unabhängig davon, was das Volk darüber denkt. Das ist mal vielleicht so das Erste, was mir direkt dazu einfällt. Finde ich total spannend. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Jürgen, dass du das so auseinandergegliedert hast. Finde ich wunderbar und bin sehr, sehr gespannt, wo Marc vielleicht jetzt auch nochmal anknüpfen mag. Finde ich total schwierig. Danke, dass du das Stichwort gegeben hast mit der Baerbock. Da war neulich dieser CDU-Politiker, der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern im Fernsehen und der wurde von Land schwer angegriffen und das fand ich auch gut, dass wir unbedingt auf die Wörter achten müssen, weil genau das, was du gesagt hast, hat er nur anders formuliert. Wir holen uns die Demokratie zurück. Und das sind Wörter, die einfach, wir holen uns die Demokratie zurück, dass wir unheimlich aufpassen müssen, wie wir uns ausdrücken. Und der Titel deines Raumes heißt ja Demokratie in Gefahr. Und was ich halt beobachte oder spannend finde, nicht toll, spannend finde, auch das wurde gestern nochmal bei Lanz herausgestrichen, dass es ja Meinung gibt, wenn man sagt, wenn jetzt erstmal Parteien an der Macht sind, die Versprechungen halten, wo es nicht mehr um Inhalten geht. Also Wahlen werden ja heute nicht mehr mit Inhalten gewonnen, das hat man bei dem Landrat gesehen, sondern es werden Behauptungen getroffen und Versprechungen gemacht, die teilweise gar nicht umsetzbar ist. Ja, okay, denkt der eine. Wenn dann der Markt an der Macht ist, dann wird man ja sehen, was der Markt umsetzt und wenn er das nicht halten kann, dann wird er schon nicht wiedergewählt. Das ist aber falsch, weil als Beispiel wurde angeführt, die schwedischen Demokraten, Ungarn und Polen, dass es ganz, ganz viele Beispiele in Europa gibt, wo durch Populismus Wahlen gewonnen werden, wo also Demokratien in Gefahr sind und wo dann auch durch Nichthandeln, auch durch Nicht-Umsetzen der Inhalte, die man versprochen hat, trotzdem eine Wiederwahl gewonnen werden kann. Und dafür habe ich jetzt auch keine Antwort, was man da machen könnte, aber das ist eben Fakt, auch, also wie gesagt, mit Nicht-Umsetzen von Inhalten, mit Lernversprechungen, mit Populismus kann man auch Wahlen wiedergewinnen. Nicht nur einmal gewinnen, sondern wiedergewinnen. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und Sabine hat sich auch nochmal mit dazu gemeldet. Insofern würde ich gerne Sabine mit einbinden und dann können wir ja auch gerne nochmal Querbezüge herstellen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sabine. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen habe ich schon gehört, das ist ein Sieg der Demokratie, als es darum ging, dass man gestern beim Bundesverfassungsgericht einen CDUler durchgeholt hat, dass Gebäudeenergiegesetz nicht diese Woche in zweite, dritte Lesung geht und schnell noch vor der Sommerpause durchgeprügelt wird. Das finde ich von der Sache her sicherlich gut, weil die Experten hatten ja gar keine Zeit, sich das angeguckt. Die haben auch nur drüber gesprochen, waren 180 Seiten. Wie soll man da noch in die Tiefe gehen? Hier hätte man ja nur noch akzeptieren können, was natürlich auch gewollt war, ne? Auf der anderen Seite. Ich war schon ein bisschen verblüfft, wie das jetzt als Sieg der Demokratie
dargestellt wurde, was es sicherlich zum Teil ist, was, wenn man es vergleicht, was wir im Moment in Deutschland los haben. Wir hatten auch kürzlich eine Vollversammlung bei der IHK und ich muss sagen, der Ton wird schärfer. Wir müssen uns immer neutral halten politisch, weil wir sind ja eine Vertretung der Wirtschaft. Aber ich glaube, es geht fast nicht mehr. Also die Unternehmer haben sich sehr viel geäußert. Es wurde hinter verschlossenen Türen natürlich sehr viel diskutiert und es wurde auch was dargestellt in Berlin, wo auch hinter verschlossener Tür sehr viel diskutiert wurde, sehr herb diskutiert wurde. Und als dann der Wirtschaftsminister dazu kam, war der freundlichste Ton und die Tür wurde eben geöffnet, der rote Teppich wurde ausgeholt. Also da war einer dabei, der sagte, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Das wollte ich mal zum Besten geben. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, Jürgen, du wolltest gerne direkt anschließen. Ja, ich möchte lieben gerne direkt anschließen. Vielen Dank, liebe Jasmin. Liebe Sabine, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich sehe es anders. Ich sehe es in der Tat als einen Sieg der Demokratie, weil ich für mich persönlich in den letzten Monaten und Jahren für mich festgestellt habe, dass dieses Drei-Säulen-Modell in unserem Land, Judikative, Exekutive und Legislative, nicht mehr funktioniert. Ich erinnere dich, du bist aus dem Fach, ich erinnere dich an die hinlänglichen und langwierigen Diskussionen und auch Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die Aufweichung der Härteregeln, die eigentlich die EZB bei der Staatsfinanzierung einhalten mussten. Etwas, was unstrittig in der Wissenschaft, in der Ökonomie ist, dass wir einen Weg in die Schuldenunion gehen, was definitiv einerseits nicht Sinn und Zweck dieser EU ist, sondern und darüber hinaus auch die Kompetenz der EZB überschreitet. Das Bundesverfassungsgericht hat verschiedenen Klagen von Parteien und von Einzelpersonen mehrfach die rote Karte gezeigt und hat sich politisch entschieden. Und deswegen habe ich gestern tief durchgeatmet und habe gesagt, dieses Drei-Säulen-Modell scheint doch noch zu funktionieren. Bitte meine persönliche Meinung. Aber im Grunde genommen wollte ich noch auf eines hinweisen. Mit den Begrifflichkeiten war ich noch nicht fertig, nämlich auf das Thema Gefahr. Du fragst, lieber Jasmin, Demokratie in Gefahr. Du fragst nicht, ist die Demokratie in einem Risiko? Und das, denke ich, beides trifft permanent auf uns, auf Staatsvolk zu. Denn die Gefahr, also als ein latentes Eintreten einer existierenden Bedrohung, die gegeben ist, die ich erkennen kann, wenn ich vor einem Abgrund stehe, ist die Gefahr, dass ich abstürze, der Abgrund ist da. Diese Gefahr, in Anführungsstrichen, besteht deswegen in unserer Demokratie, da wir als Souverän einmal in 4 Jahren unser Machtmonopol einer Auswahl von Parlamentariern mit unserer Erststimme und einer ganz bestimmten Partei übergeben, in deren Handling. Also im Grunde genommen uns der Gefahr aussetzen, dass sie dieses Machtmonopol nicht in unserem Sinne gebrauchen. Das Risiko dagegen, das besteht nur für 5 Minuten in der Wahlurne. Und zwar, indem ich mich, und das ist jetzt natürlich individuell ausgeprägt, für die falsche Partei entscheide. Und ich denke, dass das neben dieser Unterscheidung zwischen Herrschaftsform und Verfassungsform, dass diese Unterscheidung in die mit verbundene Gefahr einerseits und Risiko eine ganz wichtige, jetzt sind wir wieder beim Thema, bildungspolitische Komponente sein müsste, die eigentlich jedem bewusst sein sollte. Insofern herzlichen Dank nochmal von mir für diesen heutigen Raum.
aus der begrifflichen Sicht heraus gesehen. Vielen Dank. Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Und das zeigt eben auf der einen Seite auch wieder hier die Komplexität, die da ist. Und ich finde es gerade wunderbar, wie es runtergebrochen wird, welche Beispiele reingekommen sind. Und habe gesehen, Sabine möchte auch direkt anschließen. Sehr gerne, Sabine. Ja, ich möchte gerne noch mal was zum Jürgen sagen. Jürgen, wenn du mich jetzt verstanden hast, dass ich das nicht gut finde, was gestern passiert, dann ist das falsch. Ich finde das sehr gut, insbesondere für die Industrie, in der ich auch indirekt arbeite, für die Baubranche. Ich finanziere ja. Und von der Seite ist da sicherlich jeder froh, dass es so passiert ist und nicht wie so ein Damoklesschwert drüber. Was ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, ist die Verhältnismäßigkeit. Hier haben sich ja wieder zwei Parteien oder zwei Systeme, die im Moment in der Koalition an der Wahl sind, und die andere Seite versuchen sich ja eigentlich wieder ein bisschen zu ver- ah, jetzt ist mein Siri eingegangen, sorry, ich weiß gar nicht warum, versuchen sich da gerade wieder zu zerfleischen, während viele wesentlichen Themen, die im Moment wirklich über uns hängen und wo man an jeder Seite merkt, viel zu wenig angegangen werden. Aber vielleicht hast du recht, kleine Schritte sind auch schon ein Erfolg, vielleicht kommen danach die großen. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Jürgen, direkt Anschluss. Vielen Dank, liebe Jasmine. Ich glaube, wir verstehen uns. Wir sind im großen Strom, schwimmen wir sicherlich Seite an Seite. Wie gesagt, das Empfinden, das Glücksempfinden ist bei jedem unterschiedlich. Und um es nochmal vielleicht aus meiner Sicht verständlich zu machen, ich hab es als eine dermaßen, ich sage das ganz bewusst so klar und deutlich, eine dermaßen Unverschämtheit und Dreistigkeit empfunden, dass eine Regierung versucht, durch Zeitmanagement, nämlich durch Verkürzung der Möglichkeit, sich über diese Komplexität dieses Heizungsgesetzes im Klaren zu werden, um sich dann eine Meinung zu bilden im Parlament, und zwar das Parlament sind wir, unsere Meinung zu bilden, um dieses bewusst in diese Ecke zu treiben nach dem Motto, na dann gebe ich denen gerade mal, was weiß ich, 3-4 Tage und dann wird abgestimmt. Deswegen bin ich gestern Abend, leider kann ich mich im Moment nicht bewegen, aber ich bin fast vom Sofa aufgehupft, ja, und habe Gloria geschrien. Deswegen war das meine Einlassung. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und das ist ja nicht das einzige Thema, bei dem es so ist, sondern es lässt sich beobachten, dass es bei zunehmend vielen Themen, die komplex sind, sozusagen über die Zeit auf der einen Seite gesteuert wird, auf der anderen Seite eben auch, und da sind wir gerade bei dem Aspekt, den ich auch schon mal in einem der letzten Räume mal angesprochen hatte, dass eben verschiedene Dinge auch überhaupt nicht medial zum Beispiel diskutiert werden, sondern einfach irgendwie im Hinterstübchen, während wir über andere Dinge, über Medien sozusagen aufmerksam gemacht werden, in die Diskussion geführt werden und geleitet werden, dann man doch sehr überrascht ist, was im Hintergrund alles an Gesetzesänderungen etc. auch vorliegt, über das gar keine Information tatsächlich auch stattfindet. Das heißt, wenn man nicht selber drüber stolpert, durch irgendwelche Recherchen oder ähnliches, dass man hier auch teilweise gefühlt völlig abgeschnitten ist von dem, was im Hintergrund so passiert. Und das ist eben auch sehr, sehr spannend gerade zu beobachten. Also insofern finde ich es wirklich ein sehr lohnenswertes Thema, und auch der Aspekt, Sabine, den du aufgegriffen hast, auch mit den Unternehmern, finde ich sehr spannend. Denn auf der einen Seite, und das werden wir wahrscheinlich alle abnicken, dass es schon wichtige Themen sind, wo es auch wirklich eine Relevanz hat, eben auch drüber zu sprechen und eben auch an verschiedenen Stellen, wo es notwendig ist, auch mal was zu sagen oder auch den Mund aufzumachen, in Anführungsstrichen, und gleichwohl aber genau das in den letzten Jahren doch sehr stark zu beobachten ist, dass das immer weniger geschieht, was vielleicht auch eben ein Stück weit damit zu tun hat, dass der eine oder andere möglicherweise auch gewisse Konsequenzen fürchtet. Und da sind wir ja auch wieder bei so Aspekten wie Meinungsfreiheit und, also alles Themen, die in den letzten Jahren ja auch
immer wieder zur Diskussion quasi kommen. Und insofern finde ich das total spannend. Magst du an der Stelle auch nochmal andocken, weil du hast länger nicht gesprochen? Gerne. Ja, und mir ist noch ein Punkt ganz wichtig. Das ist nicht meine Meinung, aber ich fand das total interessant, was auch bei Lanz diskutiert wurde. Lieber Jürgen, du hast gerade das Wort falsche Partei gesagt. Und daraufhin hat der Lanz gesagt, ist falsche Partei, da geht es jetzt nicht um unsere Meinung, es geht darum, ist eine Partei verboten oder nicht verboten. Die Partei, die ich meine, kann gerade nicht verboten werden, weil die Politik dann Angst hat. Wenn die Partei nicht verboten ist und unser Thema heißt ja Gefahr für die Demokratie, dann gehört sie zur Demokratie dazu, weil es eine Partei ist, die auch gewählt werden darf. Und jetzt komme ich wieder zu Andreas Wollermann, der gesagt hat, hören wir zu, um zu verstehen oder um zu antworten. Und da komme ich wieder auf das Wording. Momentan versuchen sämtliche Parteien, ihr Wording zu ändern, also um die Demokratie zu retten oder auch um Leute auf ihre Seite zu ziehen. Und das habe ich zuerst beobachtet bei dem vorherigen Präsidenten in den USA, wie sich das Wording komplett geändert hat. Und die Frage und die Komplexität für mich ist einfach, erreichen wir durch ein anderes Wording, wenn wir ein anderes Wording haben, wir müssen ja an den Inhalten und an den Ergebnissen arbeiten und uns zu fragen, wie können wir alle gemeinsam, jeder von uns hat die Chance, die Demokratie zu schützen. Aber wir werden sie nicht schützen, indem wir Wörter wie falsche Partei benutzen und so weiter, weil das wird die Meinung und die Einstellung von vielen Menschen nicht ändern. Um jemanden zu ändern oder zu überzeugen, muss man schlüssige Antworten liefern. Und das, was ich momentan beobachte, ist, dass keine Antworten geliefert werden, nirgendwo, auch nicht in der Heizungsdebatte. Auch da wird von der Opposition keine Antworten geliefert, sondern es ändert sich nur das Wording. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und ich möchte hier gerne noch mal zwei Impulse mit reingeben, bevor wir dann sozusagen noch mal anschließen können. Jürgen, ich habe gesehen, dass du dich auch direkt noch mal gemeldet hast. Zum einen möchte ich den Aspekt mit reinbringen mit den Bundesverfassungsgerichten, dass hier eben zunehmend auch tatsächlich auch das die Beobachtung oder auch das Gefühl, um es vielleicht noch nicht als Fakt darzustellen, entsteht zunehmend bei verschiedenen Personen oder Personenkreisen, dass das eben nicht mehr so richtig greift, ne? Also auf der einen Seite möglicherweise eben gewisse Interessen sozusagen irgendwie unterstützt werden oder ähnliches. Oder aber, dass zum Beispiel gesetzliche Rahmenbedingungen vorher entsprechend so abgeändert werden, in Anführungsstrichen, in einer Höchstgeschwindigkeit, so dass das Bundesverfassungsgericht ja dann auch konform vielleicht entsprechend handelt. Aber ich weiß nicht, ob klar ist, was ich meine mit der Problematik an der Stelle. Das heißt, wenn gesetzliche Rahmenbedingungen schnell abgeändert werden, so dass man sozusagen auch noch nicht mal mehr über das Bundesverfassungsgericht gehen kann, um das auszuhebeln, dann wird das tatsächlich zu einem Problem, in Anführungsstrichen. Deswegen dürfen wir hier genauer hinschauen, was hier eigentlich gerade passiert und in den letzten Jahren eben auch gehäuft und zunehmend vehement passiert gerade, bis hin zu, dass gewisse Dinge eben dann überhaupt nicht öffentlich diskutiert werden, sondern, und das meinte ich eben mit dem, dass man bei dem einen oder anderen das Gefühl hat, man kriegt ja gar nichts mehr mit, also man muss ja wirklich versuchen, selbst dran zu bleiben, um überhaupt an die Informationen zu kommen, was im Hintergrund alles an gesetzlichen Veränderungen tatsächlich gerade auch stattfindet, weil das medial überhaupt nicht an uns herangetragen wird. Und dann mit den Parteien, bin ich auch dabei mit, müssen wir vorsichtig sein mit dem Wording, auch und dass eine Partei eben unter Beobachtung gestellt ist oder sonst etwas, bedeutet ja noch nicht, dass sie verboten ist. Solange sie nicht verboten ist, gibt es diese Partei und dementsprechend kann sie auch gewählt werden und wird sie auch gewählt und gleichzeitig eben aber auch zu beobachten. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass alle Wähler der entsprechenden Parteien, um das jetzt auch ein bisschen allgemeiner zu sagen, unbedingt bestimmte Parteien wählen, weil sie absolut hundertprozentig hinter diesem Gedanken stehen. Und das finde ich auch etwas, was sehr bedenklich ist, gerade in der Beobachtung, sondern zunehmend auch im Austausch mit Menschen zu hören, durch dieses Ohnmachtsgefühl in Anführungsstrichen an der einen oder anderen Stelle, entweder gar nicht mehr wählen gehen, weil ich kann, also wen soll ich denn da noch wählen? Da ist überhaupt niemand mehr zum Wählen. Oder eben dann zu einer extremen Position switchen, zu sagen, das ist die einzige Chance, irgendwie was zu verändern. Und ob dann die eine oder andere Partei, von welcher wir auch immer sprechen mögen,
dann die in Anführungsstrichen vermeintlich richtige Wahl ist, sozusagen. Also jetzt richtig im Sinne von nicht, dass die Partei richtig ist oder so, sondern wenn ich eigentlich von den Grundgedanken her nicht mit den Gedanken der Partei übereinstimme und trotzdem eine Partei wähle, die völlig in eine andere Richtung geht, als ich von meiner Gesinnung her dazu stehe, sozusagen. Einfach nur, in Anführungsstrichen, entweder um den anderen etwas auszuwischen oder aber um zu sagen, sonst kriegen wir keine Bewegung rein. Irgendwie müssen wir in eine Richtung laufen, die vielleicht in eine extrem andere möglicherweise geht, um hier wieder Bewegung reinzubekommen. Allerdings stellt sich dann die Frage, ob wir damit nicht viel größere, weitreichendere, andere Herausforderungen sozusagen herbeibeschwören, ob uns das wirklich weiterhilft. Diese Frage dürfen wir uns an der Stelle tatsächlich einfach mal stellen. Jürgen, du wolltest was dazu sagen, dann Marc, und dann haben wir noch eine weitere Wortmeldung. Ja, vielen Dank, Jasmin. Zu den Ausführungen, sehe mir nach, ich gehe einen Schritt zurück zu den Ausführungen davor, zu Marc auch. Und ich möchte einen neben den wesentlichen Begriffen, die wir heute schon hatten, im Verbund mit unserem Thema noch gerade was uns souverän betrifft, einen weiteren mit einbringen, den ich für außerordentlich wichtig halte, und das ist Verantwortlichkeit. Nämlich, wenn ich souverän bin in der Form eines Staatsvolkes, dann bin ich nicht souverän la pour la und Kraftgeburt, wie früher bei der Monarchie, der Erbfolger, sondern ich habe eine Verantwortung, mich als Souverän auch zu verhalten. Und dazu zählt insbesondere, mich zu informieren und nicht auf der Ebene einer mehr oder weniger im Wahlkampf hauptsächlich verschlagworteten Partei und eines parteilichen Narrativs zu begnügen. Das heißt für mich, ich mache ein Beispiel aus dem letzten Bundestagswahlkampf. Ich habe diesen, kennt ihr sicherlich alle, diesen Wahl-O-Mat laufen lassen und mir vorschlagen lassen, was für eine Partei ich eigentlich wählen müsste. Ich habe mir dann aber auch die Mühe gemacht, und jetzt bin ich bei der Verantwortlichkeit. Ich habe mir die Mühe gemacht, sämtliche Parteiprogramme der größten Parteien zu lesen, weil ich der Meinung bin, ich wähle nicht eine Partei, sondern ich wähle, was diese Partei, wie sie sich versteht, wie sie sich positioniert in unserem demokratischen Konstrukt und was sie will. Ob das dann zur Ausführung kommt, das ist ein anderes Thema, soll mal außen vor lassen. Aber das Wesentliche ist, und jetzt komme ich zu dem Thema, das du auch ansprachst, Medien. Was wird uns über die Medien mitgeteilt? Das ist der einzige Weg aus meiner Sicht heraus, bei der Entscheidung eines Souveräns bei einer Wahl, sich konstruktiv auseinanderzusetzen und kritisch auseinanderzusetzen mit den Fakten. Nicht mit einem Narrativ, das bei Lanz oder bei Maischberger uns jeden Tag vor mehr oder weniger manipuliert vorgebetet wird, sondern dass ich wenigstens diesen Schritt hinmache in meiner Verantwortlichkeit zu sagen, jetzt lese ich mal durch, wie die sich sehen, wie sie sich positionieren und was sie wollen. Und wenn man sich die heutige Situation anschaut, was bei den und wie wir als Souverän versorgt werden, in der Hauptsache von den führenden Medien, so ist das genau kontra gegen diese Verantwortlichkeit, weil hier ganz bewusst, ich sag's immer dazu, Achtung, meine eigene Meinung, ganz bewusst in eine politische Richtung manipuliert wird. Denn es wird nicht mehr argumentiert und in den meisten Fällen aufgehängt an ganz bestimmten Aussagen und Intentionen, sondern es wird auf der Ebene der Verschlagwortung meistens mit dem Begriff oder der Benennung der Partei belassen. Und die wird dann in eine entsprechende politische opportune oder nicht opportune Position eingeordnet. Ich habe das schon mal in einem Raum angesprochen, ich darf das nochmal wiederholen.
Ich empfehle sehr, den Counterpart von Lanz in seinem Blog, den David Brecht, der hat aus meiner Sicht ein wunderbares Buch geschrieben, unsere Medienstruktur betreffend im Moment, das heißt Freiheit für alle. Und der bringt es in knapp 300-400 Seiten in allen Facetten so klar und deutlich zum Ausdruck, wie sich im Grunde genommen, man spricht ja auch darüber, diese vierte Gewalt, der Journalismus und die Medien, mittlerweile zur dominanten, führenden ja, Herrschaftsform, Ausprägung entwickelt hat. Und umso mehr sind wir in der Verantwortung, kritisch zu sein, zu fragen, zu hinterfragen, ist das ein Fakt oder ist es eine Meinung? Und wenn es ein Fakt ist, dann sage mir, wo ich es überprüfen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und das macht dann wahrscheinlich auch sinnlogisch klar, warum wir morgen dann auch mit dem Raumthema Medien, in Klammern Zensur, fortsetzen werden. Also von daher können wir das gerne morgen nochmal aufgreifen und auch weiter vertiefen. Zum Brecht und zu dem Buch kann ich nur sagen, ist er auch stark und viel kritisiert worden, insbesondere durch die Medien. Gab es ja auch einen Aufschrei entsprechend und verschiedene Sendungen dazu. Also von daher lohnt es sich hier auch nochmal genauer drauf zu schauen. Das können wir gerne dann morgen bei dem Thema, bei dem passenden Thema dazu auch dann entsprechend tun. Marc wollte noch was anschließen und dann würde ich gerne noch Tom mit einbinden. Ich mache es ganz kurz. Was der Jürgen gesagt hat, das kommt immer wieder in unseren Räumen vor, Verantwortung und nicht Fingerpointing. Und Verantwortung können wir alle selber übernehmen. Danke. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Tom, einen wunderschönen guten Morgen und ich bin gespannt, was du noch hinzufügen möchtest. Ja, guten Morgen alle. Das ist höchstwahrscheinlich gar nicht so viel, sondern einfach nur mal eine andere Sichtweise. Und das auch wirklich an der Oberfläche, ohne lange darüber zu reden. Ich verstehe Demokratie tatsächlich genauso in Bezug auf Parteien, so wie der Jürgen das gesagt hat. Ich wähle eben nicht die Partei, sondern im Idealfall wähle ich das Programm. Und ich erwarte als Wähler, dass dieses Programm natürlich etwas ist, woran sich die Partei selbst orientiert. Mein Eindruck ist ganz häufig, dass das, was in einem Programm steht, oftmals nicht dem entspricht, was die Partei nachher tatsächlich umsetzt. Und jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt. Ich verstehe dieses Wort Wählerauftrag ziemlich zickig. Also ich habe da wenig Spielraum in meiner Interpretation. Und Wählerauftrag bedeutet, ich habe nichts anderes als ein Wählerprogramm, was mich in die Lage versetzt, jemanden mit gutem Gewissen zu wählen oder nicht. Und wenn das immer wieder gebrochen wird, dann ist die Folge, dass du eben dieses Vertrauen in Politik und Vertrauen in Parteien mehr und mehr verlierst. Das einfachste und ich glaube in Anführungsstrichen billigste Beispiel ist tatsächlich dieses große Versprechen von der Frau Merkel gewesen, dass wir in rasender Geschwindigkeit und jetzt aber mal richtig mit Gas Deutschland digitalisieren, dass wir sehen, dass wir unsere technischen Lücken ausbauen. Es ist über 10 und 12 Jahre in diese Richtung nicht passiert. Und jetzt kommt das Phänomen, warum schafft es so eine Partei immer wieder nach vorne zu kommen? In meiner Welt schlicht und einfach. Wir sind nun mal alle leider sehr, sehr vergesslich und wir haben alle verschiedenes Interesse, verschieden starkes Interesse an Politik, was dazu führt, dass wir eben ganz schnell irgendwann diese großen Sätze, diese Versprechen, die immer um einen Wahlzyklus herum verstärkt stattfinden, wieder aus dem Kopf haben. Und dann gucken wir wieder auf die neuen Programme. Und wenn uns die neuen Programme gefallen, dann nehmen wir die Partei, die diese Programme vertritt, haben aber schon lange verdrängt, dass da ganz, ganz viele Sachen nicht im Auftrag des Bürgers passiert sind. Und da, finde ich, gibt es noch Handlungsbedarf, nämlich in der Form, als dass es heißt, wenn sich eine Partei an ihr Programm so nicht hält, dann muss das in irgendeiner Form geahndet werden, will ich nicht sagen. Aber es muss für die Partei spürbar sein, dass das so nicht funktioniert.
die Möglichkeit, eine Partei dann einfach nicht mehr zu wählen, die funktioniert nicht wirklich, weil wir eben vergesslich sind. Ganz großes Problem. Und letzter Satz, alles das, was passiert, auch wenn es uns nicht schmeckt, das ist in meinen Augen tatsächlich immer wieder der Preis der Demokratie. Mir fällt vielleicht auch noch eine Sache ein, dieses Gesetz, was jetzt innerhalb von 8 Tagen durchgeprügelt werden sollte. Wenn das etwas ist, worüber sich Leute beschweren, die sagen, das entspricht nicht meinem demokratischen Verständnis, dann frage ich mich, warum setzen sich dann nicht die Mehrheiten hin und entwickeln genau dafür eine Vorgabe, die es verbietet, in so einer kurzen Zeit so wichtige Dinge durchdrücken zu können oder zu wollen. Wenn wir dafür eine kleine Sperre einbauen würden, dann wäre das kein Thema mehr, über das wir uns unterhalten müssen. Danke, das war's. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und daraus ergibt sich dann allerdings auch nochmal die Fragestellung aus meiner Sicht. Was lässt sich denn tun? Also was ist denn da an der Stelle die Lösung? Gibt es denn Lösungsmöglichkeiten? Jetzt nicht der letzte Punkt, den du angesprochen hast, Tom, sondern wenn wir doch beobachten, dass es offensichtlich immer häufiger vorkommt, dass eben Parteien, nachdem sie zum Beispiel gewählt werden, gewisse Dinge nicht umsetzen, so wie es in ihrem Programm steht, sondern plötzlich für andere Dinge einstehen und so weiter, dann stellt sich ja die Frage, was dagegen tun? Und das ist vielleicht nochmal eine interessante Fragestellung, auf die wir nochmal kurz eingehen können, bevor wir dann auch langsam in die Abschlussrunde für heute übergehen können. Jürgen. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die sich logischerweise ergibt. Vielen Dank für deinen Beitrag, lieber Tom. Es gibt zwei im Moment, denke ich auch nach wie vor, sehr stark diskutierte alternative Ausprägungsformen, und zwar von beiden Seiten. Und zwar gibt es ja diesen Vorschlag, ich glaube, dass er in der Hauptsache sogar getragen wurde von den Grünen und von den Linken, Bürgerräte einzuführen. Bürgerräte, ohne sie jetzt zu spezifizieren, nach welcher Qualifikation sie und in welchem Umfang sie zustande kommen, die genau diese während der Absenzzeit von 4 Jahren des Souveräns, nachdem er sein Gewaltmonopol übereignet hat, dieses heilen soll, indem mittels dieser Struktur während dieser Zeit auf die parlamentarische Entscheidungsfindung und dann auf die Regierungsarbeit Einwirkung genommen werden kann oder sollte. Das ist die eine Seite, die ich schlankweg als positiv betrachte, egal aus welcher politischen Couleur und Richtung das nun kommt. Aber es trifft genau diesen Punkt, dass ich sage, ja, wir geben unsere Stimme ab und dann sind wir auf Gedeih und Verderb, ich überziehe jetzt, 4 Jahre lang der Willkür ausgesetzt. Ich habe jetzt wirklich überzogen. Ja. So, die Gegenposition ist aber auch gleich auf der Bildfläche erschienen, nämlich, dass auch von der gleichen Partei der Vorschlag kam, die Legislaturperiode auf 5 Jahre zu verlängern. Also die Zeit des direkten Eingriffs des Souveräns von 4 Jahren auf 5 Jahre auszuweiten, mit dem fadenscheinigen Argument, dass ich damit das Regieren und dieses Einlaufen in eine Regierungszeit natürlich etwas leichter tut. Also alleine aus diesen zwei Gegenpositionen kann man entnehmen, es ist ein Problem. Und auf unser Thema von heute bezogen kann ich sagen, von vielen Seiten Gefahr erkannt. Diese Art der Form der Delegation unseres Willens als Souverän, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, kann der bei den gegebenen Komplexitäten und Problemen, die wir haben, keine Zukunft mehr haben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und ich formuliere die Frage gerne nochmal neu, angeknüpft an das, was du gerade gesagt hast. Ob das jetzt so Lösungsansätze sind wie Bürgerräte oder ähnliches. Letztendlich ist das ja trotzdem aber etwas, worauf wir jetzt zunächst erstmal wieder keinen Einfluss haben. Das heißt, wenn wir subsumieren und sagen, Demokratie in Gefahr, Haken dran, Gefahr erkannt, was ist jetzt die Lösung? Also was ist jetzt der Auftrag an uns als Volk an der Stelle? Was müsste jetzt passieren als nächstes? Wo haben wir Handhabe? Jürgen, gerne nochmal. Um es direkt zu beantworten, unsere Verantwortung als Souverän wahrzunehmen. Wir haben in jeder Stadt, in jedem Landkreis und in jedem Bundesland, in dem wir ansässig sind, Volksvertreter, die wir wählen, und wir haben die Möglichkeit, selbst politische Arbeit zu betreiben, indem wir in eine Partei eintreten und dort selbst direkt Einfluss zu nehmen. Auch wenn das ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Ich glaube, ich brauche das in unserem Kreis nicht wiederholen. Es zählt einfach nicht das Argument, was kann ich schon ändern. Nein, der Einzige, der was ändern kann, oder die Einzigen, das sind wir. Und wir haben das Instrument. Wir müssen uns nur der Verantwortlichkeit stellen und müssen die Möglichkeiten im Rahmen unserer gegebenen Demokratie über Einwirkung unseres Landrats zum Beispiel hier bei mir im Beritt oder noch besser selbst durch politische Arbeit in die Hand nehmen. Wir können etwas und wir müssen es nur tun, liebe Jasmin. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und da möchte ich jetzt gerne nochmal anknüpfen und dann gerne Tom und Marc die Gelegenheit auch nochmal geben, bevor wir dann in die Abschlussrunde übergehen. Daraus ergibt sich für mich dann aber allerdings auch die Konsequenz, das, was wir vorhin kurz angesprochen haben, dass viele Unternehmer beispielsweise eben, um Neutralität zu wahren, zumindest nach außen hin in der Öffentlichkeit, an vielen Stellen einfach schweigen. Dass hier eben jetzt aber auch zu erkennen ist, dass das Schweigen hier im Sinne einer Neutralität einfach auch möglicherweise ein Schweigen an der falschen Stelle, ich verwende gerne und bewusst das Wort falsch in Gänsefüßchen, ist, sondern hier jetzt tatsächlich aber auch die Verantwortung zu übernehmen, für das einzustehen, was wir denken, und entsprechend auch aktiv zu werden, jetzt umso wichtiger ist denn je. Und das versehe ich gerne nochmal mit Fragezeichen. Ihr könnt gerne nochmal Bezug dazu nehmen, vielleicht seht ihr es ja auch anders. Tom. Ja, nicht verkehrt, was du sagst. Und mir ist dann noch ein anderer Gedanke gekommen. Warum ist das eigentlich so, wie es ist? Damit meine ich ganz viel Unzufriedenheit, spürbare Unzufriedenheit und im Vergleich der letzten vielen Jahre ja auch zunehmend. Ich glaube, es liegt schlicht und einfach daran, dass Demokratie selber, würde man sie wortwörtlich umsetzen wollen, viel, viel Arbeit bedeutet. Und jetzt wird's doof. Nämlich für alle die, die nicht in der Politik sind, auch für diejenigen ist es viel Arbeit. Denn wenn wir immer so handeln wollen, wie es das Volk wünscht, dann würde das bedeuten, wir müssten zu fast jedem Thema auch erneut die Meinung des Volkes hören können. Und jetzt nehmen wir mal an, es wäre möglich, zu jedem Thema die Meinung des Volkes hören zu können, dann würden sich einige Dinge sicherlich ganz anders darstellen. Wir haben aber nicht die Möglichkeit. Wir haben keine App, in der wir einfach die Fragen, die in der Politik aktuell sind, einfach anzuklicken und sagen, dafür, dagegen, mir egal. Das gibt es eben einfach nicht. Und genau das ist auch die Lücke, glaube ich, die es eben möglich macht, diejenigen, die einen Wählerauftrag haben, so freizustellen, dass sie selbstständig fungieren können, denn das Volk selber hat in vielen Bereichen nicht das Interesse oder nicht die Muße, nicht die Kraft, vielleicht zu faul, was auch immer der Grund sein mag, dort dann wirklich einzugreifen und zu korrigieren. Und genau deswegen müssen wir uns eben halt in Anführungsstrichen gefallen lassen, was die Politik oben Neues erfindet oder entwickelt und dann eben auch durchdrückt.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und das passt ja dann auch wieder zu unserem Dachthema Pioniergeist mit Hirn sozusagen, weil wir haben diese ganzen technologischen Entwicklungen uns ja auch angesehen. Das heißt, hier sind ja Möglichkeiten da, wie man eben, ob das jetzt dann eine App ist oder welche anderen Möglichkeiten auch immer genutzt werden, aber technologisch mit Sicherheit umsetzbar. Das heißt, hier eben auch neue Gedanken zu gehen, neue Formen vielleicht auch möglich zu machen, um auch die eine oder andere Tür aufzumachen, um gewisse Dinge auch in die richtige Richtung in Anführungsstrichen wieder steuern zu können und auch die Meinung wieder abzuholen. Gleichwohl, und das diskutieren wir dann gerne morgen, bei diesem Medienzensur-Thema, ich auch trotzdem auch wieder mit Besorgnis drauf schaue bei solchen Entwicklungen, weil ich mir nicht sicher bin, ja, dann kann man zwar die Meinung abholen, aber wer bildet eigentlich die Meinung? Und dann sind wir wieder bei dem Fundament, über das wir immer wieder sprechen, für ein selbstbestimmtes, selbstwirksames und lebenstüchtiges Leben, was wir führen wollen, in einer gewissen Autonomie und auch gesellschaftlich, gemeinschaftlich, gesellschaftlich gedacht, ist eben die Basis auch total wichtig. Und das heißt, damit wir verantwortungsvoll über solche Apps dann eben auch Meinungen abgeben können, in Anführungsstrichen, also nicht nur die Meinung, sondern wirklich auch eine Meinung zu bilden, eine fundierte Meinung, die vielleicht auch faktenorientiert ist und so weiter und so fort, ist es eben wichtig, nicht nur Medien zu konsumieren, sondern auch in die Lage versetzt zu werden, zum Beispiel so Dinge, die wir bei einer Lanz-Sendung sehen, unabhängig davon, von welchem Experten sie aufgetischt werden, in Anführungsstrichen, auch kritisch hinterfragen zu können, nicht einfach nur zu konsumieren und in eine gewisse Richtung durch gewisse Nachrichten, die wir lesen oder Ähnliches, gelenkt zu werden, einfach nur unkritisch, sondern auch in der Lage sind, tatsächlich uns auch eine Meinung zu bilden. Marc, du wolltest hier auch nochmal anschließen. Ja, ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt. Lieber Jürgen, wir haben uns über Enteignung unterhalten. Und jetzt möchte ich einfach nur zu einem Gedankenspiel einladen. Und zwar, mein Punkt ist, wenn der Wille des Volkes zählt, mehr zählt als das, was Richter und Gesetze sagen, und ich eine Partei gründe und ich einfach mal behaupte, ich möchte kein Geld für Modernisierung ausgeben, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, keine Migration mehr, raus aus dem Euro und so weiter und so weiter. Und ich würde es schaffen, weil ich gut reden kann, 60% zu bekommen in Deutschland, dann ist das der Wille des Volkes, dann würden wir das machen. Und das ist genau die Schwierigkeit, die ich persönlich damit habe. Der Wille des Volkes zählt, wenn also gute Populisten Dinge durchsetzen, die absolut unsinnig sind, die absolut keine Ahnung was oder die nicht umsetzbar sind, dann wäre das der Wille des Volkes und dann würde sich der Wille des Volkes über bestehende Gesetze, Rechtsordnung und Staatsform stellen. Und das macht das Ganze wieder so komplex. Danke. Ja, und da sind wir gleichwohl auch wieder bei diesem Bildungsthema, lieber Marc. Das heißt, wenn das Fundament stimmt, dann können wir hier, glaube ich, schon mit einem gewissen Vertrauen reingehen, dass es dann eben auch greift und funktioniert, vorausgesetzt, dass die Basis stimmt. Und um diese Basis herzustellen, dürfen wir an der Stelle eben auch entsprechend einfordern, dass auch der Bildungsauftrag umgesetzt wird. Und der wird nicht umgesetzt. Und deswegen ist auch entsprechend das Gap immer größer. Und das ist und das, was wir heute beobachten, in den letzten Jahren beobachten, hat auch was damit zu tun, dass dieses Gap immer größer wird. Und das wird nicht abnehmen, sondern wird jetzt auch nochmal durch die ganzen Technologien, die wir haben, die jetzt auch nochmal zusammenwirken sozusagen, an Geschwindigkeit weiter zunehmen. Und deswegen ist es so wichtig, über diese Themen auch zu sprechen und zu gucken, wo und wie können wir auch mit anpacken und welchen Beitrag können wir auch leisten, um diese Basisarbeit wiederherzustellen. Damit möchte ich gerne in die Abschlussrunde übergehen. Wir können gerne mit Jürgen starten, weil er sich auch noch mal zu Wort gemeldet hat und dann Marc und dann Tom und dann runde ich für heute gerne ab. Jürgen. Vielen Dank, liebe Jasmin. Ich wollte das sowieso zu meinem Abschlussbeitrag machen. Ad 1 mache ich heute mal wieder den Marc. Ich umarme euch alle für diesen Raum. Herzlichen Dank. War sehr erquicklich, das Ganze. Und für mich, meine, ihr wisst, ich versuche das immer geistig in Form einer Mindmap und auch für mich zu dokumentieren. Ich habe für mich drei Begrifflichkeiten als Metaebene heute aus unserer Diskussion mitgenommen. Und zwar ist das einerseits das Thema der Verantwortung, der Verantwortung. Akt 2, das Vertrauen unseres von uns, vom Souverän, als Übergabe an das Machtmonopol, an unsere Vertreter. Und das Dritte, wie immer, wie so oft, nicht immer, aber wie so oft,
das Thema Bildung. Und dieses Dreigestirn, Verantwortung, Vertrauen und Bildung, sehe ich als diese Klammer über das heutige Thema, die Frage in eine, ja, ich sage jetzt mal, objektive und auch die Demokratie schützende Position zu bringen. Mir ist klar, dass ein, ich nenne das wirklich Rückfall in eine Ausgestaltungsform, wie es zum Teil in der Schweiz ja heute noch funktioniert, dass zu jedem größeren Problem die Dorf- bzw. die Kantonsgemeinschaft befragt wird, dass das organisatorisch einfach nicht machbar ist. Aber unter, ja, sage ich mal, unter diesem Aspekt dieser Zusammenhänge, einerseits meine ureigentliche Verantwortung als Souverän, mein daraus generiertes Vertrauen gegenüber dem, dem ich dieses übereigne, und die Basis dafür, meine politische Bildung, wären wir oder sind wir, nicht wären wir, sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Herzlichen Dank doch mal für diesen Raum und bis morgen. Vielen, vielen lieben Dank, Marc. Danke für deine Worte, Jürgen. Verantwortung, Vertrauen, Bildung, die sind so wichtig, dass ich sie wiederholen möchte. Und ich möchte mich bedanken für die immer in diesem Raum respektvolle Art, miteinander zu diskutieren, zu reden. Ich fühle mich hier sehr wohl und das wünsche ich mir eigentlich überall. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank, Tom. Ja, auch kurz und knapp. Ich finde dieses Dreigestirn super interessant und für mich leuchtet da ein Wort ganz deutlich raus, weil wir es eben die ganzen vielen, vielen Jahre vorher so nicht erlebt haben. Dieses mehr Verantwortung, was ich damit verbinde, ein bisschen mehr aktiv zu werden in die richtige Richtung, damit Dinge so laufen, wie man sich sie wünscht. Es nützt mir überhaupt nichts, mir Dinge zu wünschen, meinen Wunsch durch ein Kreuz zum Ausdruck zu bringen und danach 4 Jahre lang unzufrieden zu sein, weil alles nicht eintrifft, was in diesem lustigen Programm stand. In dem Moment, wo wir alle ein bisschen aktiver werden, stelle ich mir vor, würde sich auch Politik leicht verändern. Das war's. Danke. Ja, großartig, ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank. Ich fand es wirklich sehr, sehr anregend, fand es mega, was heute wieder zusammengekommen ist aus den verschiedenen Perspektiven, die verschiedenen Gedanken, die Differenzierung der Begrifflichkeiten, all das, was wir heute aufgegriffen haben und besprochen haben. Und ich denke, dass es für jeden etwas mit dabei ist, einfach mal ein paar Fragen für sich selbst mitzunehmen, ein paar Denkanstöße und dann selbst zu überlegen, was mache ich jetzt mit all dem. Und ja, morgen setzen wir fort mit Medien-Zensur in Klammern. Ja, wie frei sind Medien eigentlich und so weiter. Und wir haben ja heute schon den einen oder anderen Punkt aufgegriffen, sozusagen am Rande schon mal. Da würde ich gerne morgen wieder ansetzen und auch vertiefen wollen, um dann auch wieder diese Beziehung herzustellen zu dem Aspekt. Und wir können es gerne auf diesen drei Begrifflichkeiten andocken, Verantwortung, Vertrauen und Bildung, eben hier nochmal auch die Verknüpfung herzustellen und vor diesem Hintergrund dieses Thema Medien und Medienzensur zu diskutieren gemeinsam. Insofern freue ich mich total drauf, morgen früh euch um 8 Uhr hoffentlich wieder hier begrüßen zu dürfen und wünsche euch erstmal einen wundervollen Tag. Bis dahin. Ciao.